Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longbow Mod und mit mir, eurem Wetter Crassus. Ja, wir befinden uns mal wieder bei einem Abduction-Schiff in großer Größe und müssen es wieder mal, nachdem es gelandet ist und eine Abduction vorbereitet hat, überfallen und einnehmen und uns untertan machen. Die fette Beute ist natürlich immer sehr verführerisch und wir haben auch gute Leute momentan wieder aus dem Fatigue und Krankenhaus zurückgekriegt. Deshalb haben wir es gemacht. Deshalb war es eigentlich ziemlich lohnenswert sogar. Allerdings ist es immer schwierig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier am besten weitermachen. Okay, wir wissen, hier sind welche. Also durch die Tür werde ich nicht gehen. Ich werde aber mal schauen, wie das Gelände aussieht. Ja, schön. Also, was haben wir hier? Hier haben wir eine Truppe sitzen, hier haben wir eine Truppe sitzen, hier haben wir eine Truppe sitzen und vermutlich hier. So, wenn ich das ungefähr richtig abgeschätzt habe. Okay, wir brauchen jemanden, der was sieht. So, dich noch nicht. Dich hätte ich gerne irgendwie da oben hingebracht, wenn möglich. Damit du mitkämpfen kannst. Android, vielleicht hier hin. Okay, alles klar. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel hier drin sehe. Nachher ist dann halt auf einmal diese Mob-Meute oder da hinten die Mob-Meute weit wach gemacht und wir sind einen brutalen Kampf, den wir nicht gewinnen können gegen zu viele Truppen. Ich werde mich jetzt ein wenig rüsten gegen Truppen, die von hier kommen, falls sie darauf kommen. Ich hoffe natürlich nicht. So schnell wie möglich, so viele Positionen wie möglich in die Richtung absichern. Schotzi, Schotzi. Oh Gott, du bist ja eigentlich im Moment völlig nutzfrei an der Position. So, Overwatch. Ja, ich habe gar nicht genug Versteckmöglichkeiten, um das zu machen, Leute. Komm. Alte Bärin. Zeig, was dein Wurfarm so drauf hat. Ich glaube, ich würde hier unten hinwerfen. Entdecke unseren Feind. That alien there. It's not carrying a weapon like the others. What could it be doing? Und ja, Gratulation, wir haben das erste Mal Berserker als Gegner. Nahkämpfer. Die rennen auf einen zu, schlagen einen tot. Das Witzige ist bei denen, da will man immer ein verstreutes Team haben und die Berserker in der Mitte. Denn jedes Mal, wenn sie von irgendjemandem getroffen werden, rennen sie stur und blind und völlig fanatisch auf diese Person zu. Und man kann sie quasi wie ein Flummi, ein Springball zwischen den Leuten hin und her schicken. Und der letzte Schuss ist von jemandem, der ganz weit weg ist, ein Sniper oder sowas, der ihn dann wieder von den einzelnen Personen wegholt, irgendwo in die Mitte des Feldes, so dass der Gegner erstmal laufen muss und dann trotzdem nicht schlagen kann. Das ist echt super. Echt schön. Und natürlich ist der Sniper weit genug weg, als dass er dann auch nicht angegriffen werden kann. Ja. Problem ist, wie kommt man mit unserem Sniper in so eine Position? Von hier aus erstmal gar nicht. Wir kommen ja auch nicht mal in Schussreichweite, glaube ich. Wir hätten trotzdem einziehen lassen. Einziehen lassen ist, glaube ich, an der Position gar nicht schlecht. Das gleiche mache ich hier mit ihm. Ich hoffe halt einfach, dass sie sich nicht zu offensichtlich auf uns zubewegen. Wenn die Floater jetzt hier hochfliegen. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Sie fliegen nicht. Wisst ihr was? Wir haben doch unseren Raketenmeister einziehen lassen. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, mal wieder. Oh, halt. Haha, halt. Eine Schredderrakete zu setzen. Denn von den Berserkern weiß ich, dass sie immer sehr, sehr, sehr lästig viele Trefferpunkte haben. Da schießen wir hier oben hin. Ich glaube, das ist besser. Wenn wir jetzt halbwegs treffen, kriegt jeder von denen erstmal ordentlich Schaden. Und jeder ist halt eben anfällig für die nächsten Treffer von unseren Leuten. Oh, ja. So, da kommt raus aus irgendeinem Versteck. Da gruselt es einen gleich wieder, wenn die so auf Tuchfühlung gehen. Welche Möglichkeiten haben wir? Ja, Lightset kann natürlich nicht schießen. Das, warum soll es auch anders sein? Oliv,
Da werden wir vielleicht nachher noch brauchen. Ja. 94%. Es ist eigentlich egal, auf welchen von den beiden du schießt. Versuchst mit möglichst viel Schaden. Kritisch. Oh nö. Oh Schnulli, das hätte nicht sein müssen. Warte mal, wieso siehst du... Ah, verdammt. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Den da oben sehen. Peng, tot und aus. Herr Chef. Alte Bärin hat einen guten Schusswinkel. Alte Bärin, ja, kannst einen abschießen. Ja, in unserem Fall ist es der falsche. Ich habe gehofft, dass du ihn siehst. Dann könnten Jungs und Mädels mit den großen Waffen noch ein bisschen agieren. Dann müsste vielleicht Android das Ganze regeln. Aber ich glaube, ein sicherer Kill auf einen von diesen Floatern. Prozenter, sage ich schon. Floater. Ist so als erste Option sehr, sehr gut. Damit sind es nämlich nur noch 3 Gegner. Den treffen wir zu 100%. Das sind 94%. Sollte eigentlich auch sitzen. Dementsprechend machen wir das. Okay, Android kennt da keinen Stopp. Direkt mal erledigt. Sehr schön. Olive, dich brauchen wir noch, glaube ich. Alte Bären. 80%, das ist doch eigentlich ein sicherer Schuss für dich. Ah, sauber. Ah, und alte Bären ist wesentlich resistenter und er steht sie. Das Hübsche ist, er steht genau vor Schotzi. Und Joe Silver natürlich auch. Und vor Olive. Und Lights Out kriegt hier nichts ab. Das ist, damit kann ich im Prinzip eigentlich auch leben. So, wenn Schotzi ihn jetzt anschießt, nach Möglichkeit mit äußerst viel Gewalt und Trefferschuss, Schaden. Oh, 10 Schaden wären ideal. Dann könnte Joe, der hier fröhlich vor sich hin hockt, das Ding blitzen. Und sie könnte dann einfach mal darüber zuppeln und dann runterschießen und tot. Also, nicht wir, sondern er. Dann hätten wir das ganze Gebiet nochmal geklärt. Sollte er es aber nicht schaffen, der Joe, mit dem Blitzen, kann sie ihm sagen, mach's nochmal. Spiel es noch einmal, Joe. Und dann könnte er dann umfallen. Dann sehe ich aber ihn noch als Gegner, der unbehelligt bleibt. Dann müsste ich hier auf ihn, auf sie zählen, im Overwatch, die sie dann machen muss. Ja. Ja, das klingt doch nach einem gesunden Plan. Also. Mit der Schrotkanone 6 Schaden rein. Nach Glück etwas kritisch. Und so. 11 Schaden. Okay, Joe. Da kann nicht mehr so viel schief gehen, sagte er. Und dann starben seine Leute. Ist jetzt schon im Stun-Bereich. Also musst du nicht mal aus der Deckung raus. Alter Schwede. So, zweiter Versuch. Und jetzt? Also es ist so gemein, dass wir so viele Stunts immer brauchen, um irgendeinen da... Nächste Variante wäre, ich schmeiß die Granate, aber ich weiß nicht, ob ich damit genug Schaden mache. Ich komme auch nicht mal dran, also... Dann doch lieber Overwatch, in der Hoffnung, dass das Ding sich in unserem Schussbereich hochschwebt. Vielleicht fliegt er auch einfach nur weg und ich habe... Ja, er fliegt noch weg. Okay. Ich habe keine anderen Probleme. Suppressed. Okay. Haha. Ja, er hat noch Panik. Damit müssen wir zurechtkommen. Das ist jetzt sehr offenes Gelände, wenn ich da einfach hinlaufe. Aber Android, das wäre ein weiteres Opfer für deine große Kanone. Mach das mal.
Alles klar. Joe, gute Arbeit. Olive, ebenfalls gute Arbeit. Alle anderen bitte sofort nachladen. Egal wie viel ihr bis jetzt geschossen habt, nachladen, nachladen, nachladen. Dich stellen wir hier oben hin. Und Kopf einziehen. Sehen wird in diesem Fall überbewertet. Ja, klingt so, als hätten wir noch ein paar Mutonen hier zum Spielen. Oder Berserker. Okay, General. Einmal hinter den Generator hier. Und schön die Stellung halten. Definitiv nachladen. Oh. Dahin laufen, ja oder nein? Dahin laufen. Ich will nicht zu viel Winkel kriegen, dass ich dann auf einmal reinschauen kann. Dann noch lieber möglichst weit weg bleiben und das äußere Umfeld sichern. Wir verstecken uns jetzt mit dir schon mal da unten. Wir werden alle so langsam hier rüberziehen. Weg vom Schiff, weg von der Gefahrenzone. Wenn wir das Schiff von hinten aufräumen können, ist es, glaube ich, viel, viel angenehmer. Okay, auch keinen Fehler gemacht mit dem Lauf. Ich hatte schon Angst, dass wir dann da irgendwie über den Winkel kommen und sehen und gesehen werden. Das wäre echt unschön. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, was noch eine richtig, richtig gemeine Option wäre, dass halt eben die Gegner, wenn sie gestunt sind, nur für 10 Züge gestunt wären. Und dann rappeln sie sich wieder auf. Dann hätten wir also richtig ein Problem. Sowas war übrigens beim alten UFO aus den 90er Jahren, 94 war es glaube ich gemacht worden, rausgekommen, war das tatsächlich... natürlich gang und gäbe. Man hat einen Betäuber auf den Gegner abgeschossen, der hatte einen Betäubungswert gehabt, also der hatte halt eben 20 Lebenspunkte, davon waren 20 betäubt, plus 5 weitere betäubt, und er hatte dann nach so und so viel Zeit hat er dann einen Punkt wieder zurückgekriegt aus der Betäubung, dann hat man sich wirklich über Runden von der Betäubung erholt und da konnte es dann sein, dass man irgendjemanden betäubt, war dann quietschvergnügt und hat den Rest des Kampfes vor sich hingespielt und war fröhlich. Auf einmal stand der eine meist unbewaffnet, weil er die Waffen nicht wieder aufgehoben hatte, direkt hinter einem und hat einem nochmal erschreckt. Was macht man natürlich in der Panik, wenn man einen sieht, den man betäubt oder gar tot geglaubt hatte? Man schießt auf ihn. Und so hat man sich dann meistens die Gefangennahme von Aliens selber verscherzt. Wird dann natürlich genau nachgeguckt. Okay, der hat keine Waffe in der Hand, also alles gut. Alles bestens, wir können einfach mal weitermachen. Vielleicht müssten alle wieder beisammen sein, ich kann auch schon mal rüberfahren. Und jetzt müsste der Feind nur noch auf die Idee kommen, hier eine Rakete oder eine Granate reinzuwerfen. Und dann wären von 8 nur noch 6 übrig. Und die anderen schwer verletzt. Boah, dieses Geklicke und Geklappere. Man glaubt immer, sie kommen gleich hier um die Ecke geschossen. Aber, wie man sieht, sind sie drinnen. So, wir werden es wieder hier hinter die Steine setzen. Der Bären hat natürlich ein paar weitere Wege, aber als Scout muss er halt nach vorne. Scharfschütze. Boah. Komm, du stehst hier da am Baum auch ganz gut. Falls da hinten was auftaucht. Und kann schon mal nachladen. Alle anderen können zu dieser Steinformation. Lights out vor allem, weil sie hat zwar große Reichweite, aber oh, das war verklickt. Aber sie muss dann halt eben auch in Position sitzen, weil sie kann nicht so laufen und schießen.
bin auch nicht so der Mensch, der unbedingt so viel Wert drauf legt, dass die Leute laufen und schießen können. Wenn sie gut positioniert sind, brauchen sie normalerweise gar nicht mehr zu laufen. Zumindest war es früher so. Joe hat da mich schon darauf hingewiesen, dass ich das sehr, sehr für dieses Spiel eigentlich atypisch spiele. Dass ich zu wenig Wert auf das Laufen lege. Früher war es so, wenn die auf einer Position gestanden haben, mit der sie das Feld überblicken und bearbeiten konnten, dann mussten sie da auch eigentlich nicht mehr weg. Dafür war das Feld außenrum mit den anderen Soldaten zu sichern. Hier ist es natürlich anders. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Da sollte man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Muss ich mir angewöhnen. Das wissen wir nicht, aber wir wollen es, glaube ich, auch nicht so genau wissen, wer da draußen ist. Es gibt noch einen Meldkanister. Ich würde mich theoretisch drüber. Was? Inside? Ja, ist okay. Du sag einfach mal Inside. Du hast ihn nur gehört, aber. Aha, jetzt hast du ihn gesehen. Ich würde ja so gerne da vorne hinsprinten. Ich wette, nächsten Zug schließt sich das Ding. Und daher wäre auch der Sprintversuch völlig vergebens. Aber zumindest mal in Position bringen, falls möglich, dann können wir doch noch das Ganze machen. Ich weiß, wieder zu unvorsichtig. Aber wir brauchen Meld. Noch haben wir es nicht, wird aber bald nötig, dass wir genug Meld haben, unsere Leute dann genetisch verbessern oder aber zumindest zu Mechs ummodifizieren. Das heißt zumindest oder aber auch sie zu Mechs ummodifizieren. Das ist ja nicht bedeutungslos. Eine Sache, die man sehr, sehr wichtig ansteuern sollte, dass man die Leute recht bald auch zu Mechs und genetisch verbesserten Personen umwandeln kann. Damit sie noch effektiver im Kampf sind. Oh, sie trippeln immer noch da hinten diese Gänge entlang. So, wir wissen, es gibt dich hier. Unsere Android, die ist schnell genug. Sie kann hin und wieder zurück. Ich glaube, das machen wir. Allein, weil wir den Feind aufmachen, wenn da einer steht. Und weil wir das Meld endlich mal sichern können. Von dem wir noch Unmengen brauchen. So, bevor ich dich ohne irgendwelche anderen Sachen zurückziehe. Alle mal schön nach vorne an die Front, so weit wie ihr könnt. Und danach werdet ihr gemeinsam in Overwatch gesetzt, falls nötig. Hm, kommst nicht ganz an jemand, aber dann nimm dir die, Joe. Okay, euch habe ich. Schotzi. Ach, Schotzi, du hast einfach für deinen Beruf zu kurze Beine. Das tut mir so richtig leid. Als Assault sollte man doch recht weit sprinten können. Okay. General, bist du da oben hin? Dann bist du in der Lage, alsbald auch mit den Raketen zu arbeiten. Okay, wir sind eigentlich sicher, dass wir nicht gesehen werden, weil wir selber nichts gesehen haben. Das heißt, Lights Out kann da vorne hin. Falls was kommt, kann es die nächste Runde richtig vergnügt durch die Gegend ballern. Und Olive, wenn wir hier an die Wand stellen, damit bist du nah genug an allen Leuten dran, um heilend eingreifen zu können. In Anführungszeichen nah genug dran. Hinten Androids kriegen wir schon mal nicht. Und Zed. Mit dir ist es schwierig, für dich eine gute Position zu finden, aber wir versuchen es mit dem Stein.
und natürlich mit vorherigem Einzielen. Alle anderen Overwatch, ihr bleibt, wo ihr seid. Sie kommen näher, sie kommen uns hinterher, allerdings bleiben sie wahrscheinlich im Schiff. Sonst hätten wir sie schon irgendwann mal sehen müssen. Wenn sie jetzt hier irgendwo... Ja, wir können bis ungefähr hierher sehen, so weit wie wir laufen können. Ohne weiteres. Dann hätten wir sie sehen müssen, wenn sie uns schon gefolgt wären. Gut, Ja, egal. Die Zeit für die Folge ist leider schon wieder durch. Aber in der nächsten Folge versuchen wir definitiv den Meldkanister zu kriegen und ins Innere des Schiffs reinzuschauen. Und gegebenenfalls kann ja Android sich wieder zurückziehen, um hier einen schönen Empfang für die Aliens zu bereiten, die uns dann nachfolgen. Sehen wir aber alles erst in der nächsten Folge, das ist zumindest der Plan. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.